Hast du wieder deine Socken unterm Tresen liegen lassen? Ja, sorry. Ja, kommt nicht wieder vor. Ich war so geschlaucht von den Bauaufträgen, sorry. Ja. Nächstes Mal räumst du weg. Alles gut, Ilana. Danke dir. Ja, sei nicht sauer. Ja. Willkommen zum Let's Play beim Systemstreuner. Es gab ein Problemchen bei mir hier. Ja. Ich habe eigentlich die nächste Folge schon gemacht. Ich habe dabei auch 3-4 Mal gegähnt. Ich bin halb eingepennt dabei. Und ich hatte vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Das heißt, ich hatte hier ein Save, wo ich keinen Plan hatte, ja, wo ich eigentlich gerade war. Ich habe mir nicht jetzt die Differenzen angeguckt zwischen der Folge und der Folgen. Ich habe mich entscheiden können, ja, tue ich da weitermachen, wo ich war, und euch fehlen 40 Minuten oder 30 Minuten, oder mache ich es nochmal. Ich habe mir das Ende der letzten Folge angeguckt und da habe ich gesehen, ich habe hier zumindest das Wasser am Ende gebaut gehabt. Und dann wusste ich noch, ich habe nicht alles zusammengekriegt, aber ich wusste, ich habe hier vorne da schon was bestückt und da ist nichts drin, da ist nicht mal Sprit drin. Das heißt, wir können auf jeden Fall damit anfangen und ich lasse euch an allem teilhaben und wir, also ich habe jetzt halt vielleicht so irgendwie so leichte, ja, wie nennt man das? So leichte Gefühle von wegen, ach, das hast du doch schon mal gesehen vielleicht. Ja, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Ja, der Müllplatz ist aber auch fertig. Ja. So, da brauche ich jetzt noch eine Benachrichtigung, dass der fertig wird. Und ja, für euch das einfach mal zur Info. Ja, ich hatte auch festgestellt, dass das Ding keinen Müllplatz hat, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen hatte. Ja, der Pool hat auch keinen Müllplatz. Weil dieser Weg hier halt einfach nur ein Dead End ist. Und dann habe ich ja nur so hingemacht, dass man da von der Bar gut rausschlappen kann und direkt in den Wald kommt. Aber leider haben wir dadurch hier keinen Müllplatz dran. Und dafür hatte ich, glaube, falls es gereicht hat, hier einen Müllplatz hingebaut. Ich hoffe, das ist okay für euch. Die Entscheidung, wo ich jetzt so getroffen habe, mir ist nichts Blöderes eingefallen und ich habe gesagt, nee. Dann mache ich es halt nochmal, wenn ich schon so blöd bin, den Aufnahmeknopf nicht mehr drücken zu können und halt beim Einbinden mit dabei. Ja. Und da lässt man halt auch mal seine Socken an und am Dresen liegen. Was passiert dann? Wunder, dass ich nicht unter dem Dresen lag. Wahrscheinlich nächstes Mal, wenn ich die Socken vergesse, dann kriege ich eine drüber oder so. Ach, jetzt habe ich es nicht überprüft. Ich weiß, dass es geklappt hat letztes Mal so, aber vielleicht habe ich es jetzt zu weit hinten gesetzt. Ich guck mal eben nochmal, bevor der Spaß gebaut wird. Ja, also ihr seht nichts. Und so, ihr seht, dass man da jetzt an den Müllplatz vom Pool hinkommt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich noch keine neuen Freischwimmer da drin habe, weil sie keinen Müll haben. Aber deswegen bauen wir das hier und machen hohe Priorität rein. Und bei dem machen wir auch schon mal Benachrichtigung und hohe Prio rein. Einfach, dass das da läuft. Nicht, dass wir hier wieder Müllprobleme haben. Ihr seht, da ist wieder Müll drin. Das ist doof. Das wollen wir nicht. Obwohl da noch nicht mal Kinder drin sind. Aber die Mitarbeiter, die machen halt Müll. Und die andere Baustelle war, da hinten gehen 30 Tonnen rein an Sprit. Oh, Moment. Falsche Tabelle, das. Hier, 30 Tonnen. 43,3% kann ich entladen, dass der hier Sprit kriegt. Und das können wir hier zuweisen. Das ist halt was, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der fertig geworden ist. Weil ich so mit der Stadt dahin beschäftigt war. Und das heißt, wir können dieses Sanierungsbüro ausstatten. Aber jetzt habe ich nicht Pause gedrückt. Okay. Wir können das hier ausstatten mit dem Zeug, was wir noch brauchen. Also wir haben hier ja offene, nicht hier, hier haben wir ja offene Ladefläche drin. Und ansonsten nur Maschinen, Kräne und hin und her. Das heißt, ich kann jetzt Maschinen für hier ordern.
zwar brauche ich hier Kipper für die Sanierung. Kipper. Und ich hatte mich, glaube ich, für den da entschieden, dass wir einfach mal den kürzeren haben. Aber einen schnellen 80 km/h, und der hat halt 2 km/h weniger, aber kann viel mehr laden. Aber ich denke, der reicht für Sanierung. Den holen wir zweimal. Ich bin mir nicht sicher, ob dreimal von allem reicht, was ich brauche. Dann brauche ich Busse. So, und da wollte ich auch nach Gesamtkapazität sortieren. Und dann nehmen wir einfach mal den da. Einfach, weil es der neueste ist und ganz gut reinpasst und kein Ziehharmonika ist. Den brauche ich zweimal. Dann brauche ich hier noch Betonmischer drin. Also die Sache, der Gedanke ist halt, der saniert mit. Und der macht alles, was mit offener Ladefläche transportiert wird. Sowas wie Bretter, Stahl und so Gelumpe. Ziegel. Ja. Und das, was ich da nicht drin habe, das muss ich jetzt hier reinpacken, dass die Pumpen gescheit saniert werden können. Jetzt babbel ich wieder und vergesse, was ich holen wollte. Betonmischer wollte ich, glaube ich, holen. Dann nehme ich einfach mal den großen. So. Jetzt schauen wir mal, ob ich alles habe. Dafür muss ich natürlich noch zuweisen, wo sie es herholen. Wir gucken mal, was so auf dem Weg ist. Ja, da kommt der Sprit, sehr gut. Die 2 Dumper, die 2 Busse und die 2 Mixer. Ich glaube, da war noch irgendwas, aber das sehen wir gleich. Also, die Arbeiter, dafür haben wir Busse. Die müssen von hier eingeladen werden. Ich hole da keine von der Grenze, wir haben hier genug Leute. Auch wenn die gerade gut weggesaugt werden, aber irgendwann ist der Bau von der anderen Stadt rum und dann haben wir hier wieder Arbeitslose. Dann können wir den Kies von hier holen. Den Asphalt müssen wir von der Grenze holen. Dann haben wir den Beton von hier. Stahl, Ziegel, Plattenbauteile, Bretter holt er nicht, weil ich habe keine offene Ladefläche, genau. Und dann brauchen wir noch hier abgedeckte Ladefläche. Da hatte ich die Idee, ich habe ja hier noch 2 drin oben stehen. Da, warum stehen eigentlich da 2? Was zur Hölle ist das hier eigentlich für ein Lager? Warum habe ich hier Öl stehen? Was zur Hölle ist hier los? Warum steht hier ein Öltanker? Verflucht. Warum ist der da draußen? Ich glaube, es sind komische Dinge in dieser Nacht passiert. Das muss ich... Also wenn einer von euch rausfindet, das muss ich in Folge 155 oder vorher angestellt haben, wie mein fetter Tanker darüber gekommen ist. Aber jetzt ist das Ding wieder voll, wenn der darüber fährt. Und er sollte das Öl dann auch loswerden nach seinem Plan. Also er braucht nicht immer eine Verbindung zwischen Quelle und Ziel. Wenn er jetzt was hat und weiß, er soll es entladen, dann gibt das dahin. So. Ja, die 2 hatte ich auch nicht auf dem Schirm, wo auch immer die noch herkommen. Nur die 2 nehmen wir jetzt mal für da hinten. Weil warum soll ich neue offene Ladeflächen kaufen, wenn ich hier noch welche habe? Wobei, das sind große im Moment. Ich guck mal eben, wie voll die Dinger hier sind. Der ist voll bestückt. Wie ist es mit dem hier? Der sich hinter den Büschen versteckt. Ah, okay, den Baum hatte ich gepflanzt. Da war ich mir auch nicht mehr sicher, in welcher Folge das war. Der dritte, Streunerbaum, der dritte, existiert nun. Hier ist auch voll. Okay. Dann, keine Ahnung. Gut. Vielleicht waren die, das sind ja, glaub, die alten Bienen oder so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, wo wollen wir denn eigentlich hin? Da. Und dann nehmen wir den anderen nochmal. Den da. Der kommt dazu. Dann haben wir jetzt von jeder Sorte, die ich brauche, um die Sanierung gescheit laufen zu lassen, jeweils 2 Stück. Und dann gucken wir mal, wie viel frei ist und wie viele Sorten da drin stehen. Aber ich wollte vorher gucken, kommt der jetzt überall hin zum Sanieren. An die Pumpen kein Problem. Und dann die Geschichte da hinten auch. Das heißt, Feuerwehr kommt hier hin und Sanierung kommt hier hin. Die können nicht alles machen. Stahl und Scheiß muss vom anderen kommen. Den kontrolliere ich auch nochmal. Und ich glaube, der kann das.
Ja, wo ist er denn? Da ist die Stadt. Der da. Der sollte natürlich auch überall dran kommen. Ja, er kommt überall hier hinten dran. Ich frag mich gerade, habe ich die zwei Bauämter hier gebaut? Oh Mann. So verstreunert heute. Da steht eins. Ah, okay, das andere kommt da. Das muss ich noch anschließen, natürlich. So. So lang können die Fahrzeuge auch mal zum Ziel fahren. So, zack. Und alle mit rein. Da auch. Und ich habe keine Ahnung, wer hier noch fehlt. Nennen wir es einfach mal den Streunerschen Filmriss. Auf jeden Fall dachte ich gestern nach der Folge so, oh Mann, so eine Scheiße. Jetzt quälst du dir einen ab, die Augen offen zu halten und das Ding hier fertig zu kriegen. Und hast du eigentlich auch voll Bock drauf, aber der Körper hat gesagt, Streuner, geh in den dritten Stock und penn dich aus. Man muss wissen, wo seine Grenzen sind. Deswegen gibt es ab sofort auch nur noch eine Folge am Tag. Also drei am Tag, das packe ich nicht dauerhaft. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr so viele Kommentare schreibt. So, ich glaube, das war jetzt alles. Da warten wir doch gerade auf nichts mehr. Also ich freue mich über jeden Kommentar von euch, den ich da lese. Auch wenn es Zeit kostet, ich nehme mir die Zeit. Manchmal kommt es nicht sofort, aber wenn ich Zeit habe, die zu lesen, dann reagiere ich auch. Okay, da ist nur noch hier der Tanker unterwegs. Das heißt, wir haben vier Sorten und wir haben jeweils zwei Maschinen. Dann kriege ich doch einfach von jedem nochmal einen rein. Aber lieber nochmal gucken. Mitarbeiterhammer. Kies und Asphalthammer. Beton haben wir auch. Das nicht. Und dann noch offene Ladefläche. Ja, das müsste so passen. Dann möchte ich den, bei welchen möchte ich ihn dazu haben? Das ist nur Maschine, da nicht. Und das hier, ich will ihn, glaube ich, nur in der 1 drin haben, da wo die Sanierungsbüros sind. Weil es ja eigentlich auch mein Sanierungsding ist. Aber ich baue ja gerade eh alles mit Sanierung mit. So, jetzt haben wir den damit aufgenommen. Das heißt, bei allen Aufträgen, die ich jetzt rausbanner und die 1 drückt, da sind die mit am Start, wenn sie helfen können. Aber die ziehen sich hier ja eh alles selber, nur wenn es halt weiter als 3 Kilometer weg ist. Und der hat halt den Vorteil, der ist da ziemlich nah dran, wenn man sich das anguckt. Der zieht sich hier was, der macht da mit und da kippt es jetzt von allein hin. Ob da jetzt zu einem Sträßchen, wo es nicht nötig ist, jemand hinkommt, ist mir auch wurscht. Oh, die Erinnerung kommt wieder. Naja, das hier hatte ich alles gepflegt. Wegen irgendwas gehen manche hier, wie diese Verbindung oder diese und andere, die sind einfach nicht dran. Wie zum Beispiel der hier. Und ich weiß nicht warum. Das sieht so aus, als wenn der Nord dran sitzt. Ich kann mir nur erklären, dass das daher kommt, dass die Straße drüber gebaut wurde und dadurch irgendwie der Nord verschwunden ist und es dann so eine Art Endstation wurde. Wenn ich den jetzt genau wieder so hinziehe, dann ist er baubar. Das ist, denke ich, irgendein Bug, der entstanden ist, als die das gemacht haben, dass man an einen Weg, der nicht fertig ist, das ranziehen kann und trotzdem, also trotzdem am Fußweg vorbeigebaut wird. Und deswegen, da ist unten noch einer und hier ist auch noch einer, deswegen hat es auch den Müll nicht angezeigt von denen hier, wenn ihr euch erinnert. Das hat auch nicht gepasst. Ich habe mich gefragt, warum zeigt er mir keine Müllplätze mehr an? Und die einzige logische Konsequenz ist, dass da ist nicht richtig verbunden. Zumindest für mich jetzt so. Und deswegen flicken wir die jetzt. Und dann geben wir sie in Auftrag. Mit allen. Und flicken sie zum zweiten Mal. Deswegen geht es ein bisschen schneller und ich muss hier jetzt nicht mehr die Fehleranalyse machen.
Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gesagt hättet, ja, scheiß drauf, macht doch einfach die nächste Folge weiter und dann haben wir halt 30 Minuten nicht mitgekriegt, dann können wir es auch nicht nachvollziehen. Aber ich finde halt, das passt so für mich. Ich komme jetzt nur ein bisschen schneller voran, weil ich ja schon weiß, was schon wieder nicht funktioniert hatte. So. Da war, glaub. Ah, ich hatte das ganze Abwasser schon geplant. Okay. Ja, ja. Oh, ja. Ja. Macht keinen Spaß, sage ich euch. Könnt schon abschalten. Nee, Spaß beiseite. Es macht mir Spaß. Aber das war ein Geficke, weil ich dafür erstmal einen Bagger darüber schaffen muss, dass das Abwasserding gebuddelt werden kann. Und dann habe ich da hinten keine Tankstelle dran und ich wollte den Bagger schnappen und der hat nicht so viel Sprit drin. Und dafür packe ich den hier auf seine offene Ladefläche, weil ich gerade nichts abreißen muss. Das heißt, Abrissbüro ist frei. Und dann schleppe ich mir den darüber und setze ihn mir jetzt hier hin. Und dann kann ich da ganz in Ruhe rumbuddeln, dass die Abwasserleitung tun. Nur wenn ich ihn selber rüberfahren lasse, dann ist der Sprit leer und dann fährt er erstmal durch die halbe Republik da hinten hin zum Tanken. Irgendwo da hinten. Ich habe hier keine Tankstelle und eigentlich brauche ich auch keine. Depot wollte ich sagen. Nee, Baubüro. Kostenloses Baubüro. Also das ist für mich der beste Verwendungszweck von den Dingern hier später. Dann, wenn man irgendwo baggern muss, dass man dann nicht ein richtiges Baubüro bauen muss, sondern dass man dann einfach da hier eins hinklatscht, seinen Bagger reinschickt oder seine Planierraube, je nachdem, was man terraformt. Ich komme meistens ohne Planierraube klar. Ja. Machen wir mal noch damit dazu. Und hier. Da. Nicht die Pumpen. Die brauche ich nicht. So. Und da hatte ich irgendwie ein Note drin. Komisch. Ja, das war mir, glaube ich, auch aufgefallen. Jetzt ist es, wie es ist. Und jetzt wird halt erst das Stück hier gepatscht und dann das andere. Weil hier ist halt schon Kies drin, auch wenn man es nicht sieht. Habe ich da wenigstens eine Benachrichtigung? Jetzt. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass das Abwasserding so groß ist, dass eins hier hinpassen würde. Und aus Synergiegründen wollte ich dann beide hier hin machen. Deswegen hat sich die Frage hier erledigt, wie weit diese Straße geht. Und deswegen ziehe ich die jetzt einfach mal hier so einigermaßen grad schief hin. So nenne ich das jetzt mal. Dass ich hier die Anschlüsse dran kriege. Und danach schnippel ich das Stück ab, weil ich noch nicht weiß, wie es hier weitergeht, wie viel Wohngebiet hier kommt und wann eine zweite Straße kommt. So. Dass wir da Richtung Wasserwerk vorankommen. Mit allen, bitte. Und wenn da keine Menschen drin braucht, dann ist es so. So, ich glaube, hier war außenrum jetzt alles fertig, dass ich den ganzen Matschflow hier wegmachen konnte. Das hatte ich zumindest gemacht. Uah, nicht die Straße töten. Höhen vorsichtig mit den jungen Matschwegen. Also das ist nur ein Anzeigefehler, glaube ich, mit dem zweiten Note, aber das sehen wir gleich. Ah, so nimmt er die falsche, okay. So, die sind okay. So, und da. Und hier. Jetzt haben wir die Matschwege weg. Dann muss ich den langen hier die Begrenzung wegmachen. Weil ich ansonsten nicht hier hinkomme. Fürs Abwasser. Also klar, wir machen jetzt quasi nur Frischwasser aus der Pumpe raus. Hier aufbereiten und dann da reinpumpen. Und von dort müssen wir dann zur Industrie hinfahren und einmal in die Stadt. Aber das, die letzte Meile, nenne ich es jetzt mal, die ist für mich gerade sowas von irrelevant, weil ich erstmal den ganzen Spaß aufbauen muss. Ich muss die Häuser aufbauen und dann müssen erst noch Leutchen einziehen und müssen noch vorher Waren rein und alles Mögliche. Und ich habe da jetzt keinen Stress damit. Da hätte ich wohl die Stücke verbinden. Ah ne, da sind zwei. So, was ist fertig? Müllplatz. Sehr gut. Pause.
Bunkerplatz, kopiere dich. So. Ich denke, das passt so für mich. So, jetzt sollte der Randmüllplatz haben. Finde ich gut. Müllplatz dran. Aber der halt noch nicht. Der muss auf den da warten. Hat sich erledigt. So. Ist mein... Den habe ich doch darüber geschickt. Ach, da kommt er. Hier kommt der gutste Bagger der Guten. Ist hier Baggerstau. Aber wenn er da ist, dann können wir anfangen, da hinten das Abwasser zu machen. Vielleicht hat er es geschafft. Okay. Es sind schon wieder 5 Kommentare da. Also, Geschäft geht nicht aus zwischen den Folgen. Ich freue mich, sie gleich zu lesen. Ich habe nur gerade mal geguckt, was da drin steht. Also, was an Anzahl so dran steht. So, da habe ich es weggemacht. Den Bagger haben wir da. Und wir müssen aufpassen, dass der nicht zum Tanken abhaut. Das war, den gleichen Fehler habe ich gestern auch gemacht. Die suchen sich automatisch Bauaufträge und dann ist der Bagger gleich wieder weg. Das war lustig. Gestern habe ich bestimmt 5 Minuten meinen Bagger gesucht. Den schicken wir jetzt gleich mal wieder nach Hause hier. Geh mal bitte wieder da rein. Ach so, das war ja. Der dreht jetzt von allein rum, glaub, weil ich sie geklaut habe. Glaub sich, ich habe es dieses Mal wieder vergessen und den gleichen Fehler gemacht. Also irgendwo habe ich den Bagger dann hier an irgendeinem Gebäude gefunden gehabt und dachte, hey, wo ist mein Bagger hin? Und dann war er da. Ich fand's lustig. Leider habt ihr es jetzt nicht live gehört, weil ich nicht die Aufnahmetaste gedrückt hatte. Aber ich sag mal, ich habe ja jetzt auch 155 Folgen in, naja, 1,5 Monaten reingeballert. Also das war jetzt, ich hatte dabei eine Woche Urlaub, den Rest nicht. Aber ich habe Spaß dran. So, ich mache hier eben mal die Verkehrsschilder durch. Wenn ich das schon sehe, dann entspannt mich ein bisschen zu Verkehrsschilder setzen. Na, da kann ich abschalten. Oh, okay. Einfach, dass sie gesetzt sind. Auch wenn der eine oder andere wahrscheinlich sagen würde, Mensch, Steiner, was brauchst du bei deinen Wasserpumpen da hinten? Straßenschilder. Ja, ich gebe ihm recht. Braucht man nicht. Braucht man überhaupt nicht. Der einzige Unterschied ist, wenn die Feuerwehr da ganz hinten hinfahren muss, dass die dann hier nicht auf 50 überall abbremst. Ist wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend, aber ich bin halt in der Richtung ein bisschen perfektionistisch. Warum sollen die bremsen müssen, nur weil ich zu voll bin, ein paar Schilder zu setzen? Und das war jetzt nicht der Riesenakt hier. So. Da müssen wir auch noch eins machen. Also das Gute ist, wenn diese 2 Büros, die lokale Sanierung machen, fertig sind, dann können die auch noch mitwuchten, die Stadt aufzubauen. Also die bauen fast schneller, als ich planen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, wenn der Weg da fertig wird, dann geht's weiter.
aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die beauftragt habe, ob die jetzt sich selbst was gezogen haben und ob sie vollständig sind. Deswegen, gut, der ist gleich fertig gebügelt. Jetzt kommt noch Personal rein. Hi, Turbo bügeln. Und dann können wir den auch noch angeben. Und die können wir dann, sobald der Weg dadurch ist. Da müssen wir vielleicht jetzt hier eine Wegbenachrichtigung machen. So. Ja, ich weiß, da hinten ist in dem Öltank auch noch kein Strom und es staut sich und kann nicht mit dem VZ abgeholt werden da. Einfach weil kein Strom da ist. Hä? Habe ich hier schon Strom gebaut? Bin ich jetzt bescheuert? Hä? Ich dachte immer, das geht nicht wegen dem Strom. Nein, ich drücke mich nicht vorm Abwasser, aber wenn ich ein Problem sehe, dann möchte ich es lösen. Wieso holt ihr da kein... Ach, da hatte ich Bitumen eingestellt. Nee. Also es soll dort... Ich habe Öl reingekippt. Oh Mann, ich sollte mehr schlafen. Ich habe Öl reingekippt. Dabei will ich den Scheiß doch verkaufen. Ja, aber nicht auf 0%. Also auf 50 würde ich es gern runterratzen. Ja, jetzt fahren sie auch alle los. Hier möchte ich es voll haben. Als Backup, wenn es nicht langt. Aber da wird jetzt nie wieder eigentlich was entladen. Außer wir haben da ein technisches Problem. Und ansonsten würde er auch erstmal, wenn da was fehlt, es hier holen. Und da reinkippen. Und wenn es dann auch nicht mehr langt, dann wird das von der Grenze holen. Und wenn hier voll ist, dann würde das Öl von hier hinten zur Grenze fahren. Ich denke, das tut so. Man muss nur einstellen, bei der Grenze kann man... Also, ist halt mit Vorsicht zu genießen. Da muss man wissen, was man macht. Man kann Öl laden, beladen und entladen gleichzeitig. Und dann darf man halt... Muss man aufpassen mit den Gebäuden und wie die Logik dahinter tut. Der soll immer voll sein und der soll 50% voll sein. Hier... rausholen, da rein und wenn eine der beiden Optionen fehlt, dann nutzt er die Grenze für die andere. So ist die Kurzfassung. Aber ihr könnt damit nicht lokale Versorgung machen, plus also das, wo ich die zwei VZs immer nehme, sowas wie eins für Export und eins für lokale Versorgung, das könnt ihr hiermit nicht machen. Aber so Geschichten gehen damit. So. Lang genug gebullobert. Lasst uns das Abwasser machen. Ich weiß ja leider schon, wie es passt, aber genauso machen wir es jetzt wieder hin. Zumindest Pi mal Daumen. Da brauche ich jetzt nicht lang rumsuchen. Außer wenn ich vielleicht mein Abwasser nicht finde. Klärwerkkurs. Einmal richtig rumrennen, drehen. So. Ich glaube, so wollte ich es haben. So. Und jetzt stillhalten. Also ich hatte in der anderen, ich hatte alles ausgemessen gehabt. Ich wusste, dass die Stadt eine gewisse Höhe hat, dass ich hinten bei der Industrie ein Tal haben werde, dass da zwei Hügel sind, die man jetzt nicht so direkt kennt. Das zeige ich euch danach mal. Und das hatte ich alles durchgemessen. Und als Dankeschön hatte ich nicht auf Aufnehmen gedrückt. So. Erstmal den hier dran. Dann gespiegelt das gleiche Ding nochmal für die Redundanz. Dass ich diese zwei Fußgängeranschlüsse hier nebeneinander habe. Ich glaube, so hat es für mich mit der Höhe gepasst. Aber das schauen wir jetzt gleich, bevor gebaut wird. Ich gucken, ob der Bagger zum Tanken nach Hause muss oder ob der jetzt da stehen bleibt, weil ich ja da hinten auch noch die Einleitung brauche. Die habe ich aber noch nicht fertig gebaut. Wie geht's meinem Bagger? Ich habe schon gut Sprit verbraucht, aber wenn ich ihn halt heimkarre, dann tankt er noch nicht. Der tankt erst, wenn es blau ist. Aber ich kann hier einstellen, dass er nur mit dem transportiert werden soll und das würde ich gern auch mal testen, ob
er dann zum Tanken chauffiert wird oder ob er selber losfährt, wenn man sagt, nur transportieren. Das habe ich noch nie so ausprobiert. Aber ich glaube, er fährt alleine los zum Tanken, obwohl das nicht soll. Einmal die Höhe der Abwasserleitung. Dafür nehmen wir unser Messwerkzeug und dafür gehen wir wieder ins Abwasser rein. So. Jetzt sehen wir hier hinten, das ist total unkritisch, das sind nur auf 5 Meter. Ja, 4,5 Meter. Hier 4,6. Die sind circa gleich hoch. Hier vorne haben wir 2 Meter. Was ja sehr cool ist. Das ist interessant, die Ausgänge sind höher als die Eingänge. Das ist sehr hilfreich. Und wenn wir uns jetzt die Stadt angucken, dann seht ihr, hier geht es überall berghoch. Ja. Das heißt, ich habe hier überhaupt kein Problem, auf 16 Meter Abwasser rauszuziehen, um es hier später reinzukriegen. Das muss sowas von easy gehen. Zack, zack und fertig. Aber von der Industrie da hinten, da gibt es irgendwo hier ein Tal. Da, guckt mal da, da ist nur noch 7 Meter Höhe. In die Richtung geht's hoch. Na Moment, hier ist es am niedrigsten. Moment. Nicht, dass ich einen Scheiß erzähle, da ist der Bauernhof. Mal gucken. Das ist der Bauernhof. Und hier geht es quasi steil runter von 15 Meter auf 4. Und von da geht es dann wieder in die Richtung hoch. Das ist das Tal in der Industrie. Da muss ich dann schauen, wo ich da die Abwasserdinge hinbaue, dass ich nicht aus dem tiefsten Loch da rauskomme. Und ich will gern, ja, das hier mit benutzen. Ich weiß nicht, ob ich es euch gezeigt hatte, also die Industrie ist deutlich wasserintensiver. Alkoholproduktion zum Beispiel. Also ich glaube, ich habe da hinten geguckt und ich liege jetzt sogar bei, ich glaube bei 300 oder so Verbrauch. Also ich glaube, ein Werk wird gerade so reichen, um es zu machen, beziehungsweise nicht 300, sondern 250 dann gefiltert. Aber da schauen wir nochmal, was da so durchgeht. Ja, wenn man die addiert, dann kommt man eigentlich immer über 200. Wenn man sich dann vom Großen die Auslastung anguckt und vom anderen daneben, dann sieht man, dass die gemeinschaftlich eigentlich schon die 100% meistens übersteigen. Das heißt, wenn eins hier schon saniert wird, dann kluckert es aus dem Tank raus und der andere tut auf Volllast schaffen. Das ist die grobe Interpretation, aber es müsste robust genug sein, dass die Sanierung durchkommt. Wenn ihr nur eins habt, dann würden alle Tanks leer laufen. Und dann würden die Tanks auch nicht mehr voll werden, weil es die ganze Zeit 100% zieht. Und wir reden hier gerade nur von, ja, bisschen über 200 Kubik. Wenn wir jetzt uns mal das mit der Kleidungsindustrie angucken. Die zieht maximal 11 Kubik pro Werk. Also hier sind 33 drin. Den Beton rechnen wir nicht mit, das ist Dreckwasser. Ja, den Dünger kann man vielleicht hier noch mit einbeziehen. Irgendwo da. Also hier haben wir irgendwas, 33 plus 15, das ist die ganze Industrie, was unser Frischwasser sauft. Plus natürlich die Arbeiter, die halt auch mal Pipi machen müssen oder was. Einen Kopf und dann was anhängen. Und wenn wir dagegen das anschauen, was ich da plane, die Alkoholindustrie mit 250 Mitarbeitern im Werk. Ich muss es nur eben suchen. Ich glaube, die da ist es. Guck mal, da braucht allein schon ein Werk 33 Kubik. Ja, so ein Ding braucht 33 Kubik Wasser. Das ist so viel wie alle drei Stofffabriken zusammen. Dann brauche ich davon zwei. Dann bin ich schon bei 66 Kubik. Und ich glaube, das Essen, das zieht auch ganz gut. Ich glaube, das war die Brötchenbude, ja. Das braucht 13 Kubik. Okay, das braucht ein bisschen mehr als eine Stofffabrik. Aber dann sind wir insgesamt allein schon durch die Industrie hier, haben wir dann schon viel. Und wenn ich dann hier mit 20.000 Menschen rechne und dass ich da hinten noch Stahl machen will, dann ist es auf jeden Fall nicht überdimensioniert. So, so viel dazu. Jetzt muss ich hier mir eine harte Kante baggern, dass ich da den Abwasserausfluss hinkriege. Einmal den Bagger.
das Falsche angehakt. Das da will ich doch. Das reicht einfach nicht, was ihr da gerade seht. Das muss richtig schön knallerrot sein, dass das tut. Und am besten ganz gerade. Keine Kurve. Na, da habe ich schon ein Stück zu viel wieder rein. Aber ich glaube, das wird noch toleriert. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier zwei Abflüsse hinkriegen. Und das da rein. Richtig schön hier breit platziert. Drehe ich es einmal, dass der Fußweg auf der Seite ist. Und dann setze ich da noch einen zweiten daneben. Dann was? Ich glaube zwei Abwasserleitungen jeweils. Einmal hier lang, einmal da lang. Ja, habe ich jetzt drei gebaut? Nee, hier ist die Grenze. Okay. Dann nehmen wir die hier. So. Die können wir auch schon mal durchplanen, dass es aus dem Menü verschwindet, aber wir basteln ja vorher jetzt noch den Weg dran. Also ich weiß, beide brauchen noch Müll und dass der Spaß irgendwann mal tut. Habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ganz cool, wenn der Müllplatz in der Mitte wäre. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich glaube, das hatte ich nicht hinbekommen gehabt. Weil wenn man sich das anguckt, dann müsste er genau da sitzen, wo meine Fußwege lang gehen sollen. Aber ich glaube, das passt so für mich. Wenn ich jetzt die Fußwege da dran vorbeikriege und die Laufwege lang genug sind. So, einmal von hier. Circa hier dran mit dem schnellsten Weg. Und dann der zweiten auch noch dran. So. Und dann brauchen wir aber auch noch die Straße da hoch. Woran hakst du gerade, mein Liebster? Mach mal so ein bisschen parallel so. An den Not kann ich ja nicht dran lassen, Fußgängernot. Aber ich könnte versuchen, die da ein bisschen gerade zu ziehen. Naja, Streuner gerade halt. So. Und dann wollte ich von hier gucken, wie weit der da hinläuft. Und ich sehe, es ist 359 Meter und 348 Meter. Natürlich ist es kein Wohngebäude, von hier müssen die da nicht hin. Aber ich sag mal, dann habe ich doch hier noch ca. 100 Meter Reserve, wo ihr Leute im Wasserkraftwerk arbeiten können. Oder ich setze die Häuser gleich hier hin, das weiß ich noch nicht. Hier oben soll ja auch noch irgendwo ein zweiter Supermarkt hin, eventuell hier, weil halt hier die Waren liegen. Aber da ist halt noch alles Matschwegverbindung. Oh, ich habe die nicht beauftragt, weil der Matschweg nicht durchgängig war. Ja, ja, diese Déjà-vus, ich habe den ganzen Schiss schon mal gemacht hier. Das ist nervig. Aber das sind wir jetzt bald drüber hinaus und dann erleben wir wieder neue spannende Abenteuer in Streuners Bad Streuningen. Und das wollte ich auch sagen. Hier nochmal überall gut Personal mitgeben. Wahrscheinlich ist jetzt auch schon der Müllplatz da vorne fertig. So. Sollten sie erstmal was zu tun haben. Das passt so für mich. Und der Fußweg passt so auch für mich. So. Ja. Das passt da für mich. Diese verflixten Notes. Was mache ich falsch?
Ah, ich mache nichts falsch. Okay. Den noch mit und den noch mit. Und wir sind jetzt schon im September. Das heißt, die Bauphase, die geht jetzt bald in den Wintermodus über. Boah, da hinten ist ja jede Menge unterwegs hier bei der Wassergeschichte. Mal eben schauen, was fertig ist. Der Weg zum Müllplatz war sowas von klar. Dann brauch doch den bitte. Mit allen. So, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.